Hallo YouTube, es ist mal wieder Zeit zum Looten und zwar die neue Loot-Chest aus dem Juni ist da, aber vorher noch die Auflösung von dem Gewinnspiel und zwar da gab es zu gewinnen einmal einen Sticker, die Bosskarte von Star Trek 3 und das Armband von Titanfall und gewonnen hat die drei tollen Sachen der Zahl Kardas. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So, jetzt geht's aber los mit der neuen Loot-Chest. Ja, Verpackung ist gleich geblieben. Sie ist nur hier ein bisschen eingedäpscht, wenn man das sieht. Ja, hier leicht aufgerissen. Ja, der Postler oder die Zustellung wird halt nicht immer so gut sein. Ja, fangen wir mal an. Da geht's gleich los. Da sehe ich was Stoffiges. Ja, das Lootbook. Ja, auch ein bisschen zerstört schon. Lootbook vom Juni. Oh, hallo liebe Looter, es gibt jetzt eine App, die werden wir uns einmal in Ruhe anschauen. Was haben wir drinnen? Ja, das werden wir dann uns überraschen lassen. Okay, das ist das Lootbook und legen wir mal los. Hier haben wir gleich einmal den Yoshi. Also das Yoshi ist schon süß, Super Mario, 7 Jahre, ja, Plüsch Yoshi, kann man immer wieder mal haben, sogar zum Aufhängen was. Dann haben wir ja das T-Shirt, das schauen wir uns natürlich später an und hier haben wir ein Quartett von, wer ist der Mächtigste, ein Quartett von Marvel, okay, wie geht das, so geht das dann. Okay. Sprich, das ist ein Kartenspiel. Ja, lassen wir original verpackt. Schauen wir uns gar nicht an. Dann haben wir hier Guardian of the Galaxy. Das sind Pins zum Anpinnen an die Kleidung. Das ist ja mal cool. Ziemlich viel Stück drinnen. Was haben wir hier Tolles? Und zwar Luches. Das ist, glaube ich, ein Lanyard. Ja. Hier kann man seinen Schlüssel drauf geben. Und hier steht oben Lioncast and Lootchest.de. Ja, ein Lanyard. Und, was haben wir hier? Das ist braun. Schaut nach Schokolade aus. Ja, das ist, schmeckt wie, ich kann es gar nicht definieren, aber wie ein Kaugummi. Nach Schokolade. Auf jeden Fall, diese Schokolade ist schon ziemlich lange erhältlich in Amerika, so was ich weiß, wann es genau das ist und ja, hat schon eine Art Kultstatus. Werden wir gleich zusammen essen. Was haben wir hier? Pac-Man. Das ist mal cool. Pac-Man and the Ghostly Adventure. Also hier haben wir den Pac-Man. Ja, und ich glaube, das sind so zwei böse Pac-Mans. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann man sich da eine App runterladen und dann die irgendwie reinziehen ins Spiel oder so. Ich muss mir das noch genauer anschauen. Auf jeden Fall sehr cool, sehr geiles Gadget. Also wenn man sich das mal anschaut, da ist jetzt ein Yoshi, dann die Pac-Man-Figuren, T-Shirt, das schauen wir uns auch noch an. Also der Inhalt wird immer besser von dieser Loot-Chest. Ja, T-Shirt müssen wir wieder aufschneiden. Hier haben wir mal wieder ein schwarzes T-Shirt und zwar, wer kennt es? Das Triforce von Zelda mit Link, mit dem Schatten-Link oder halt den Link einfach nur im Schatten. Echt cooles T-Shirt, gefällt mir sehr gut. Ja, also schauen wir mal noch kurz an, was alles diesmal dabei ist. Also wir haben eigentlich jetzt das T-Shirt, dann haben wir hier Pac-Man, Yoshi, Guardian of the Galaxy, Buttons für ja, die Tasche oder für die Kleidung, dann das Lanyard, das Memory und ja, das Lootbook, echt geil. Ja, diesmal gibt es zu gewinnen das Lanyard und Guardian of the Galaxy, also die Buttons. Ja, was müsst ihr dazu tun? Am besten ihr seid Abonnent, gebt einen Daumen nach oben, schreibt unten in die Kommentare, warum ihr genau die zwei Sachen gewinnen wollt, teilt das Video mit euren Freunden, unterstützt mich weiterhin, dass wir weiter so coole Lootboxen unboxen können und ich immer wieder was verlosen kann. Ja, das war's wieder mit einem kurzen Unboxing von der neuen Loot Chest und wir schauen noch schnell rüber auf die Endcard. Da drüben mein letztes Video, unten wieder die ganzen Links zu den Social Media Plattformen. Wollt ihr auch mal so einen Loot Chest haben? Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Ja, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, kommentiert das Video und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.